Guten Abend aus Koyaba, aus der Arena Pantanal, Nigeria gegen Bosnien-Herzegowina, der WM-Neuling bei seinem zweiten Spiel, bei dem ersten Sieg vielleicht für diese Mannschaft nach dem ersten Spiel bei einer WM in Rio de Janeiro gegen Argentinien. Hören wir jetzt zunächst die Nationalhymne Nigerias und sind dann bei diesem Gruppenspiel dabei. Jawohl, dann können wir also starten mit diesem Spiel hier in Koyaba. Die nigerianische Mannschaft mit einem 0:0 zum Turnierauftakt in Curitiba gegen die Mannschaft des Iran, die am heutigen Tage ja bereits gespielt hat und 0:3 verloren hat gegen Argentinien. Bosnien hat sich stark gezeigt gegen Argentinien im ersten Spiel, hat 2 Tore erzielt beim WM-Debüt. Wir sehen gleich die Aufstellung, zunächst die des amtierenden Afrikameisters, unverändert zum Iran-Spiel. Heute wird diese Elf zeigen, was sie wirklich kann gegen einen Gegner, der sicher etwas stärker ist, fußballerisch und auch was die Einzeltalente angeht. Und dann die Elf von Bosnien und Herzegowina, ebenfalls unverändert. Haris Medonjanin, der Mann mit der 18, war der erste WM-Torschütze für Bosnien und Herzegowina bei einer WM. Die Elf von Safet Sušić mit Vedat Ibišević im Sturm und generell vielen Bundesliga-Legionären. Edin Džeko und Bosnien-Herzegowina von rechts nach links in den weißen Trikots. Nigeria in grün. Und es ist ganz klar, der Sieger hat durchaus Möglichkeiten, das Achtelfinale zu erreichen. Und was ebenfalls klar ist, bei einem Unentschieden ist gleichzeitig die Mannschaft Argentiniens sicher der Gruppensieger. Bedeutet also, wenn hier heute Abend eine Punkteteilung erfolgt, dann ist ganz klar, dass diese Gruppe angeführt wird von Argentinien. Und dann können bereits die Argentinier am heutigen Abend planen, wo sie denn ihr Achtelfinale spielen. Als Gruppensieger der Gruppe F wäre das in Sao Paulo gegen den Zweiten der Gruppe E, möglicherweise gegen Frankreich, die Schweiz oder auch gegen Honduras. Lange Überlegungen hatten wir gemacht während des Argentinien-Spiels. Heute Mittag hier in Brasilien, für sie ja früher Abend in Deutschland. Enyama im Tor, noch ohne Gegentor, tatsächlich nach einem Spiel. Das ist allerdings auch beim Gegner kein Wunder gewesen. Der Iran, der sich doch spielerisch sehr limitiert bislang gezeigt hat bei dieser WM. Und es wurde in mehreren Situationen klar, dass diese Mannschaft aus dem Iran kaum Chancen hat, weiterzukommen. Vedat Ibišević, gut angespielt. Viel fehlt nicht zum Führungstor für Bosnien und Herzegowina. Es wäre ja die erste Führung bei einer WM gewesen überhaupt. Wir lagen gegen Argentinien schon 2:0 hinten. Dann haben sie über 2 Tore zurückgefunden durch Medunjanin und Ibišević und haben beinahe den Argentiniern den Punkt abgenommen. Erst sehr spät hat die vielleicht beste Mannschaft Südamerikas noch den entscheidenden Treffer gelandet. Emenike geschickt. Da ist Begovic die Nummer 1 bei Bosnien und Herzegowina. Medunjanin. Ibišević hängen geblieben. Bajobo. Solo wie Mikkel. Sie haben enttäuscht im ersten Spiel gegen den Iran. Ein 0:0. Zwar keine Niederlage, aber für die Ansprüche deutlich zu wenig für Nigeria. Emenike wunderbar gefunden. Und ich meine, der war noch abgefälscht. Deswegen gibt es auch Eckstoß für Victor Moses. Ideje Brown. Und nochmal Onati. Emenike. Und Onati! Nigeria führt gegen Bosnien und Herzegowina durch dieses
schöne Kopfballtor, bei dem Begovic keine Chance hat. Der Torschütze ist Eugeni Onazi von Lazio Rom. Hat bislang erst einmal getroffen für die Nationalmannschaft. Wäre das ein wichtiger Treffer? Jetzt muss es Freistoß geben und jetzt muss es auch die gelbe Karte geben für Victor Moses. Das sah dann meines Erachtens doch etwas überhart aus. Schauen wir drauf. Tico hat den Ball und dann stellt sich Moses aber ganz eindeutig und ganz willentlich Edin Dzeko in den Weg. Freistoß Saliovic. Lulic, schöner Kopfball. Gut aufgepasst von Enyama im Tor des amtierenden Afrikameisters. In Südafrika im Soccer City das Finale gewonnen gegen Burkina Faso. Nächster Standard, Saliovic. Lulic. Lulic. Schöner Schuss! Und der passt tatsächlich, weil Enyama nicht rankommt. Der Ausgleich durch Vedat Ibišević, wie schon gegen Argentinien, macht es der Mann aus Stuttgart. Aber unglaublich, dass dieser Schuss passte, sah so harmlos aus. Aber Enyama kommt da nicht ran. 17 Minuten gespielt und die Männer aus Bosnien und Herzegowina haben wieder eine Chance bei dieser WM mit dem Debüt auch gleichzeitig die K.O.-Phase zu erreichen. Wir haben es bereits erwähnt, 2006 gelang das gleich mehreren Mannschaften, unter anderem Ghana, Emenike. Nochmal Emenike, Victor Moses! Ausgezeichnet gehalten von Begovic. Das ist ein richtig starkes Spiel, das wir hier erleben in Cuiabá. Und der nächste Eckstoß, der nächste Standard für Moses. Und jetzt aber aufgepasst in der Mitte. Brown gesucht, schöne Variante. Und sie bleiben im Ballbesitz. Musa. Moses. Onazi. Nazi. Nächste Möglichkeit. Begovic da. Und jetzt haben sie den Ball. Ibišević. Jetzt könnte der Konter gestartet werden. Dzeko. Pjanic. Lulic. Gegen Oboabona. Gut gemacht von Lulic. Ibišević kann man nicht besser spielen. Medunjanin. Dzeko. Nicht gestört. Auch der Schuss noch abgefälscht. Wieder Eckstoß. Medunjanin. Pjanic. Misimovic. Nochmal Lulic. Auch gut. Mutig, ein wunderbares Spiel zweier Mannschaften, die es wirklich wissen wollen, die hier wirklich mit aller Gewalt, aber mit kontrollierter Gewalt Richtung K.O.-Phase wollen. Ghana und die Ukraine als Debütanten 2006 im Achtelfinale. Zbajc. Die Verteidigung ja komplett in Bundesliga-Hand. Mitzbajc unter anderem, auch Big Charged. Das ist Emenike und Musa. Lulic, das war einfach zu entschärfen für den linken Verteidiger. Ist der einzige, der nicht in der Bundesliga spielt. Alle anderen sind in der deutschen Fußball-Bundesliga. Big Charted vom Absteiger Braunschweig. Mulca vom SC Freiburg. Das ist Pjanic mit unglaublich viel Raum. Ambrose schwach verteidigt, aber gibt Freistoß für Nigeria, weil da die Hand im Weg war.
auch ein bisschen provoziert in der Situation. Misimovic, Medunjanin, Saliovic gegen Oboabona. Gute Flanke, Ibisevic. Lee Brown, Dzeko, ganz stark, Ibisevic. Toll gemacht vorher von Dzeko, der diesen Ball mit viel Einsatz abfangen kann. Andere Seite, langer Ball für Musa. Und da kommt er nicht ran. Und Abstoß für Begovic. Emenike. Musa. Und Emenike. Nochmal Onazi. Musa. Ibisevic. Zwei Tore für Bosnien-Herzegowina bei dieser WM. Ist damit auch der beste Torschütze bei dieser Mannschaft. Idee Brown. Und gut verteidigt von Muja in dieser Situation. Pjanic kann den Ball nicht im Spiel halten. Einwurf für Victor Moses. Imenike. Janobi Mikkel. Das ist zu einfach. Isimovic. Passt auf. Musa immer wieder angespielt mit hohen Bällen. Janobi Mikkel. Die erste Halbzeit neigt sich dem Ende hier in Cuiabá. 3 Minuten Nachspielzeit. Und diese 3 Minuten sind auch völlig berechtigt für ein Spiel, das wirklich schön anzusehen ist. Hier fehlt die große Mannschaft, hier fehlt eine Mannschaft mit großen Stars. Bosnien für uns als Bundesliga-Freunde natürlich noch etwas greifbarer, weil wir viele Spieler kennen, viele Spieler auch einordnen können in ihren Saisonzusammenhang. Aber es ist eben keine große Mannschaft, kein Top-Favorit dabei und trotzdem macht es einfach Spaß, hier heute Abend dabei zu sein. Ein Spiel, bei dem man wirklich merkt, dass beide Mannschaften diese Aufgabe angenommen haben. Dass ganz klar ist, dass der Iran draußen ist und dass sich damit eigentlich die Situation zwischen diesen beiden Teams entscheiden könnte. Nigeria hat noch das schwierige Spiel gegen Argentinien, will deswegen heute Abend natürlich besonders punkten. Bosnien-Herzegowina will mit 4 Punkten Richtung Achtelfinale gehen. Ein unglaublich intensives, starkes Spiel mit einem Tor auf jeder Seite. Onazi und Ibisevic sind die Torschützen zur Pause und ich freue mich auf diese zweite Halbzeit hier in der Arena Pantanal in Cuiabá. Sie sind dann sicherlich dabei bei einem tollen Gruppenspiel in dieser Gruppe F. Und dann sagen wir bis gleich. Wir machen etwa 15 Minuten Pause und sind pünktlich zurück, wenn die zweite Halbzeit hier losgeht in Cuiabá. Bis gleich.